Da bin ich wieder. Und zwar wollte ich euch zeigen, was ich mir bei In Love Art aussuchen durfte. Genau. Ich grab das mal gerade mal da raus. Weil das kommt immer so in so Umschlag. So. Dann zeige ich euch das mal. Also als erstes. Ist jetzt die Glühbirne. Sieht mit dem Finger nochmal aus. Muss mir die Sache doch genau betrachten. Moment, ich packe es mal aus. Die Bestellnummern und das Shop verlinke ich euch immer unten in der Beschreibung. Ne? Also. So sieht das dann aus. Na, guck mal, wie groß die ist. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich es ausstanze. Also an Birne und so, da habe ich ja was. Ne? Das gefällt mir immer richtig gut. Ne? Genau, die. Dann habe ich mir die Stempel da ausgesucht. Oh, komm, halt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt besser sieht. Ich noch was Weißes, wo ich drunter halten kann. So. So sehen die dann aus, ne? Die fand ich auch so witzig. Genau, also die. Dann diese Weltkugel. Und im Hintergrund, Moment, also das ist die Nummer. Aber ja, ich verlinke es auch eh. Also könnt ihr dann auf den Link drauf gehen und dann kommt ihr sofort zu dem, was ich euch doch gerade zeige. Ne? Was steht da ohne drauf? Travel. So, ne? Genau. Also, wie gesagt, ich fand die Hand so schöne Sache. Diesmal auch, wo ich so gesehen habe, was mir echt richtig gut gefallen hat. So, dann die Durchstands. Ja, das ist zusammengefaltet wie so Tag halt eben. Ne? Ach, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn man es ausgestanzt hat. Na, da ist auch wieder so Falze dann, ne? Und guckt mal, wie groß die ist, ne? Also die ist schon, ne? Die hat schon eine schöne Größe, ne? Jetzt habe ich gerade mal geguckt, weil auf dem Bild, auf dem Display habe ich ja gedacht, habe ich schon mal irgendwas gesehen, was mit da war. Oh mein Gott, die Mutter. Ja. Und dieses Glas, ne? Mit der schönen, also mit der Zitronenscheibe oder Orangenscheibe, je nachdem, und dem Strohhalm, fand ich echt so total süß. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht, wenn, ja, wenn ich damit fertig bin, ne? Wenn ich meine Klaue hat. Genau. Und dann noch das so. Was ist da? Was steht da drauf? Keine Ahnung, was da drauf steht. Also, das sehen wir ja spätestens dann, wenn es ausgestanzt ist, ne? Genau. Also ich fand die Flasche da jetzt super interessant, so, ne? Ich bin echt mal gespannt, wie die dann aussieht, wenn man sie ausgestanzt hat. Also, und auch da, ne?
Mit deine kleine süße Scheibe da, das ist echt, da bin ich echt mal gespannt, wie die nachher aussehen, ne, wenn sie ausgestanzt sind. Aber das seht ihr ja dann in einem anderen Video, ne? Weil er da ist jetzt nur ein Unboxing. Wie genauso die Dinger, ne? Also die Stempel. Mir gefiel der Hamster doch so gut. Der da. Mit seiner fette kleine Pauschbacke. Ja. Ein kleiner Putz hier. Ah ja, ich bin mal gespannt, was mir dazu einfällt. Genau. Ich. Da gibt es auch, wie heißt der Code? Rabattcode. Moment, ich guck mal gerade, da kann ich euch gerade sagen, wie viel Prozent das sind. Na, also wie viel. Oh nee. Wie viel Prozent das ist? Moment. Ja, wir sehen, ne? Immer schön mit der Ruhe, ne? So, da. Da gucken wir mal. 20%. 20% Rabatt, auf, wenn ihr über Mail Rabattnummer bestelle. Einmal frei, ey. Das ist schon gut, gut die Dingsbums, ne? Also gute Ding, gut die Option. So. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.